Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich zur neuesten Ausgabe des Online-Pharma-Forums begrüßen. Heute die Zulassung biotechnologischer Arzneimittel mit einem klaren fachlich-wissenschaftlichen Schwerpunkt. Ich gebe einen kurzen Überblick über biotechnologische Arzneimittel. Dann spreche ich über ein Thema, das mir doch sehr am Herzen liegt. Bauen Sie Brücken. Oft ist es so, dass die einzelnen Abteilungen, Qualität, Präklinik, Klinik, so für sich arbeiten. Dann schließlich die klinische Entwicklung. Ist da überhaupt irgendwas Besonderes? Ich höre oft, das ist doch eigentlich dann egal, ob es, wenn es wirkt, es ist egal, ob es ein biotechnologisches Arzneimittel ist oder nicht. Dann Scientific Advice bei der EMA. Ich war früher Mitglied in der Scientific Advice Working Party für einige Jahre und ich denke, ich habe mir da immer gedacht, das ist vielleicht doch, wäre doch gut gewesen, wenn die Firmen vorher gewusst hätten, was sie da erwartet, wenn sie da zum Scientific Advice kommen und wie man das so strategisch am besten aufbaut, was man als Behördenvertreter so gerne hören möchte. Und vielleicht ein paar strategische Tipps geben. Das gleiche gilt für CHMP, das Zulassungsverfahren. Was erwartet Sie in der CHMP Oral Explanation, wenn Sie da zur EMA fahren?